So, willkommen zurück bei Let's Play Sternenschweif. Wir sind gerade in der Orkfeste, in den Blutzinnen, und konnten im Verlies dieses Komplexes tatsächlich die Leiche eines der Schwarzmagier finden. Und wir hatten Glück, denn er hatte wirklich den Salamanderstein bei sich. Ja, wir haben ihn an uns genommen, haben noch ein paar Orks umgehauen und sind jetzt drauf und dran, die stinkende Orkfestung zu verlassen. Ah, das ist anscheinend eine Geheimtür. Ja. Gut. Es scheint, als hätten wir es geschafft. Ja, dann gehen wir wohl mit dem Salamanderstein Richtung Norden aufbrechen. Denn jetzt bleibt uns eigentlich nur noch Tiefusen, sowie Tjolmar, wo sich Ingramosch verstecken kann. Und die Wurfaxt Sternenschweif müssen wir auch noch finden. Nochmal eine Ork-Patrouille. Computerkampf wechseln. Ja, und jetzt bin ich erstmal froh, wenn wir wieder in zivilisierteren Gefilden sind. Schritte. Wie war das nochmal mit den Zufallsbegegnungen? Der Säbelzahntiger hat aber einiges ausgehalten jetzt. Was ist denn das? Ein Rudel Wölfe. Ja,
Gegen die haben wir noch gar nicht gekämpft, glaube ich. Nee. Ja, heißt aber massig Abenteuerpunkte normalerweise. Berechnen werde ich jetzt mal nicht, sondern Max Händisch. Denn die kann ich jetzt ziemlich schlecht einschätzen. Halten aber ganz ordentlich aus, muss ich jetzt sehen haben. Zwei Schadenspunkte mit den bloßen Fäusten. Naja, komm. Fulmen! Mag jetzt zwar etwas verschwenderisch anmuten, aber ich will den Kampf jetzt dann doch ein bisschen abkürzen. Vor allem habe ich auch keinen Bock darauf, dass sich Dacre oder Reistlin irgendeine Tollwut von den Viechern einfangen. Dominus animalium sum. Ja. Haben wir den Herr der Tiere auch mal angewendet. Ach ja. Ja, aber immer noch besser als die Wellen an Goblins und Harpien, die im ersten Teil auf uns eingebrandet sind. Also von den Gegnern her ist Sternenschweif schon um einiges abwechslungsreicher.
Ja, mit dem Magierstecken niedergestreckt. Blind noch. Ja, braucht er nicht die Hilfe. Was, die Verfolger nähern sich? Welche Verfolger denn bitte? Kampf mit den Verfolgern. Oh, das scheint eine andere Heldengruppe zu sein. Zwei Jäger, ein Magier, zwei Druiden, ein Torroller und ein Zwerg. Ich denke, da werden wir erstmal Fulmen Tikeda blitzen. Dass die auf irgendwelche dummen Gedanken kommen. Versuchen wir doch gleich mal den Zwerg zu entwaffnen. Warum? Fatiga! Ja. Oder will er vielleicht zu uns gehören? Der Herr Zwerg. Fulmen Tikeda! Treffen anscheinend nix. Nette Sterbesequenz. Conspectus malus. Na ja, ja, gut. Also einen Zwerg zu verzaubern ist auch keine einfache Aufgabe. Ich wohl eher auch noch Josef vorhin schicken dürfen. Musik
Was war denn das? Ein kleiner Fulminictus. Also die Jäger halten gut aus. Das schreit noch ein bisschen Faxis. Inkende! Der Schuss hat gesessen. Oh. Das war wohl ein Lieferbus. Und da hat der Zauberer wohl keine Astralenergie mehr. Sonst würde er nicht in den Nahkampf gehen. Ja, und da hat auch der Zwerg schon genug. Auch der Magier. Ja, Hauptsache er nimmt Adakwe noch Lebenspunkte ab. Der Penner. Da! Was macht der Musiker? Also die Jäger sind echt nicht ohne. Wahnsinnig viele Lebenspunkte. Wie gehen wir jetzt? Auf alle Fälle hier zur Straße. Ja, einfach
einfach mal östlich, würde ich sagen. Plötzlich hört ihr irgendwo rechts von euch lautes Gelächter aus zahlreichen rauen Kehlen. Wollt ihr euch umschleichen und nachsehen? Ja. Natürlich an Ariel. Ups. Das sind viele Krieger. Ja. Die sehen jetzt auch nicht so aus, als ob sie unerfahrene kleine Büschchen wären. Vorschicken. Der hält am meisten aus. Ich glaube, Areistlin und Alariel nehmen sich mal den an der Flanke hier vor. Inkende! Ja, oder den hier. Ja, wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn Alariel nicht auf den Ast getreten wäre, der da am Boden gelegen ist. Conspectus malus. Ja, wenigstens scheinen sie nicht viel Magieresistenz zu haben. Naja, und der böse Blick hat jetzt anscheinend auch lange gehalten. Versuchen wir nochmal einen bösen Blick. Conspectus malus. Ja, glaube ich, kann ich mir sparen. Thank you.
Ja. Der nächste Feld. Ich glaube, da ziehe ich Dark Will lieber kurz zurück. Ja, scheint wirklich ziemlich gut gepunktet zu sein. Ja, aber dem kann man schon Herr werden. Auch wenn der Kampf anfangs etwas furchteinflößend ausgesehen hat. Ist machbar. Ja, da war es noch einer. Gar keiner. Ja, was haben wir hier? Jeder Kettenhemd, Schwert. Ja, brauchen wir nicht. Ja, dann suche ich mir noch kurz einen Lagerplatz. Speicher ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich.